Wie finden Sie es, Hans-Liga Knecht? Das ist der beste Trainer überhaupt. Vor allen Dingen ist er deutlich besser als Pep Guardiola. Und ich denke mal, es müsste der Nachfolger von Jogi Löw werden. Ist die geilste Sau, die es gibt auf der Welt. Da kann man nicht anders sagen. Der ist nicht nur ein toller Trainer, der ist auch super sexy. Besser als Pep? Die geilste Sau, ein Sexsymbol? Vielleicht liegt es ja an der Kamera, an der Angst, den großen Helden der Stadt öffentlich bloßzustellen. Deswegen werden wir zu Sportclub Panorama. Investigativ, provokant, mit versteckter Kamera mitten in der Brille. Was denken die Fans wirklich über ihren Trainer? Ein Tag, ein Tag, ein Tag. Die folgende Aussage spiegelt nicht die Meinung des Autors wider, sondern dient lediglich als provokanter Gesprächseinstieg. Lieber Knecht, raus! Lieber Knecht! Nein, das ist so ein Quatsch. Thorsten ist ein super Trainer, da muss man überlegen, was wir in so vor Latten haben. Im Mai 2008 hat er uns übernommen. Wir standen vor uns im Abstieg in die vierte Liga. Überlegt mal, dann haben wir innerhalb von 3 Jahren den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft. 2 Jahre später in die Elite-Liga zurück. Wir sind schuldenfrei, haben eine junge Mannschaft. Die Ausnahme ist überhaupt zu verraten, dass es überhaupt so ist. Und von daher erzähle ich sowas. Aber der Trainer muss weg, oder? Nein. Warum nicht? Ja, ist gut. Wenn man solche Möglichkeiten sieht, die wir haben, und diese Möglichkeiten, die hat, finde ich das absolut klasse, was er im Vorschlag aufstellt. Der Manuel sollte vielleicht lieber mal dem Lieberknecht ein bisschen mehr finanzielle Möglichkeiten geben. Der sitzt mit Argument lang auf dem Geld, auch wenn sie mal sagen, sie haben keins, aber da muss Geld da sein. Die ehrliche Meinung der Fans ist erfreulich einseitig. Trotz Krise, Lieberknecht wird verehrt und geliebt. Doch manches geht vielleicht einen Tick zu weit. Wir wollen ein Kind!